Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, unabhängig von der Frage, wer zahnloser Tiger ist oder für zahnlose Gebisse verantwortlich ist, möchte ich zunächst einmal feststellen, dass der hier eben versuchte Eindruck, es handelt sich um eine Petitesse, fehlgeht. Wenn wir uns die Zahlen angucken, dann können wir feststellen, dass seit Dezember 2015 in den sogenannten Portalen Postärger und Postärger knapp 27.000 Beschwerden zu Paketdienstleistern eingegangen sind. Hauptbeschwerdegrund ist in der Regel das Problem der Zustellung, also der sogenannten letzten Meile zum Endverbraucher. Das sind über 60% aller Beschwerden. Bei Briefen sind es im Dezember 2017 bereits über 600 Beschwerden gewesen, die einen ganz erheblichen Grund hatten, nämlich Verschwinden von Briefen. Und das muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass die Netzagentur tatsächlich nur relativ wenig Möglichkeiten hat, dem nachzugehen und die Verbraucherinnen und Verbraucher das auch wissen. Darüber hinaus gibt es Beschwerden zu Briefkästen, die nicht geleert werden, Schließung von Filialen und vielem mehr. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann werden wir zunächst einmal feststellen müssen, dass die Bundesnetzagentur tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten hat, einzugreifen. Es geht um das ebenso gelobte freiwillige Schlichtungsverfahren, das aber insofern höchst fragwürdig und höchst zu hinterfragen ist, weil es eben in der Regel dazu führt, dass es zwar immer mehr Anträge gibt, aber immer weniger Entscheidungen. So haben wir 2016 235 Anträge auf so ein freiwilliges Schlichtungsverfahren gehabt und wir haben im Jahr 2017 732 solche Anträge gehabt. Das Spannende ist nun, in 2016 hatten wir 48,5% der Fälle, die tatsächlich zu einem Ergebnis geführt worden sind, und in 2017 ganze 20%, 19,7%, um genau zu sein. Das zeigt ganz deutlich, dass es ein systemisches Problem gibt. Und nach Einschätzung der Bundesnetzagentur selber und übrigens auch des Projektes Postärger ist es nun so, dass die Zahlen auch weiter rückgängig sein werden, weil wir zurzeit eigentlich nur Altfälle haben, die bearbeitet werden und noch nicht bearbeitet worden sind. Und das hat letztlich mit der Frage der Freiwilligkeit und der fehlenden Sanktionsmöglichkeiten darüber hinaus zu tun. Denn was die nicht können, die Bundesnetzagentur, sie können zum Beispiel nicht ein Ermittlungsverfahren starten, sie können zum Beispiel nicht Bußgelder verhängen, sondern sie können schlicht die Lizenz verweigern und neu ausschreiben für die sogenannten umfänglichen Netzdienste. Und wenn sie das machen würden, würde es natürlich einen Aufschrei der Verhältnismäßigkeit geben, es würde Klagen geben, etc. etc. Das heißt also, wir haben tatsächlich keine ordentliche Ausgangslage für die Bundesnetzagentur. Das ist übrigens auch ein Grund, warum nicht nur die Bundesnetzagentur das selber beklagt, sondern auch die Verbraucherzentralen und zum Beispiel die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und die Verbraucherzentrale in Thüringen seit 2015 eigene Beschwerdestellen und eigene Verfahren dafür durchführen, um diesem Mangel wenigstens ein Stück weit abzuhelfen. Nun, wenn man also tatsächlich diese Situation beheben wollte, dann gibt es aus unserer Sicht drei Dinge, die man tun müsste, unbeschadet der Frage, ob tatsächlich der Landtag sie erreichen kann. Aber einsetzen könnte sich das Land Nordrhein-Westfalen allemal, zumal in der Tat Bonn der Standort ist. Wir brauchen erstens die verbindliche Schlichtung. Das heißt, eine Schlichtung muss stattfinden, wenn jemand eingerufen hat. Und es kann nicht sein, dass das im Moment nur noch die Firmen Hermes und Amazon Logistics tun. Wir brauchen zweitens die Möglichkeit, tatsächlich auch Bußgelder zu verhängen und Ermittlungen einzuleiten. Und wir brauchen drittens übrigens gerade im Paketbereich die Beweislastumkehr. Es muss so sein, wenn ein Paket tatsächlich ordnungsgemäß eingeliefert worden ist und das auch auf dem Schein steht, dass dann die Regel ist, wenn es kaputt angekommen ist, dass es auf dem Transportweg war und nicht der Verbraucher nachweisen muss, dass es kaputt bei ihm angekommen ist. All das sind Maßnahmen, die man einführen könnte, um wenigstens ein bisschen mehr Wettbewerbsgleichheit, denn Wettbewerb heißt immer auch, dass man sich im Wettbewerb auch wehren kann als Verbraucherin und Verbraucher, dann einzuführen. Und deswegen freuen wir uns ebenfalls, wie alle anderen, auf die Beratung, allerdings mit einem etwas anderen Zungenschlag als die letzten beiden Redner von CDU und FDP. Schönen Dank.